Hallo, Holtrio und herzlich willkommen zum Landwirtschaft Simulator 17. Auf der guten alten Stammbach wieder mit dabei, unser Bauernlümel. Hello, hello. Und leider, immer noch ohne unseren Längser. Grüße gehen raus an dich. Ja, und gute Besserung. Ja. Naja, wenn er das sieht, dann ist es schon lange wieder rum. Die Folge hier kommt ja dann am Freitag raus. Richtig, richtig. Am Freitag kommt sie. Davor kommen ja noch zwei andere interessante Folgen. Ja. Denke ich mal. Gott, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Das ist ja ätzend. Ja, so einen ganz komischen Frosch im Hals. Marbo Fast Food. Ja, das war wirklich Fast Food. Geschickt vom Scheißerle. Oder vom Zergo. Der alte Franzosenlorsch. Genau. Grüße gehen raus an Zergo. Und an Scheißerle. Und an Scheißerle, ja. Und an Intim insgesamt. Ne, das sind alles Lutscher. An natürlich alle Zuschauer, die das hier sehen. So. Jetzt haben wir alle gegrüßt, glaube ich. Jetzt können wir mit der Arbeit richtig anfangen. Schalt das nächste Mal ein, du. Schalt ein, du. Ich bin auch geil. Ich fahre hier gerade runter, aber ich hätte vielleicht mal das Ding hier senken sollen. Grüße gehen raus an Thorsten. Ja, total geil. Ich fahre hier lang, aber das war gerade sehr staubig. Na gut, machen wir es nochmal. Ist doch kein Problem. Du machst das doch gerne. Na. Oh, wie komme ich denn jetzt? Ach, ich muss ja umschalten, natürlich. Idiot. Gewicht senken? Nein. Das wollen wir machen. Anscheinend. Jetzt aber. Ich werde Sojabohnen auf die 91 machen. Okay. Bringen die gerade gut Geld oder wie? Nee, das brauchen wir zur Schweinefutterherstellung. Ich guck noch mal kurz, was wir da brauchen. Mhm. So. Aber warte mal, wie war denn das? Das ist jetzt eine hervorragende Frage. Lenker. Ah ja, man muss aussteigen. Ich habe übrigens einen netten Kommentar gehabt bei der einen Folge von dem Waggle. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Weil ich kann nicht genau zuordnen, wer es ist, aber er muss uns kennen. Das ist ein Tommy, sein Cousin. Onkel ist es, Onkel. Okay, wie gesagt, er sagt, es macht richtig Spaß, uns zuzusehen. Und er hätte richtig mal mitzumachen. Okay. Aber das habe ich ja nicht zu entscheiden, das ist ja dein Projekt. Wenn dann überhaupt, ist es deine Entscheidung. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, da schreibt er auch unter jedes Video drunter bei mir. Da hat auch drunter geschrieben, dass es total zum Feiern ist und dass ich die Herzen der Community haben. Dass du was hast mit der Community? Die Herzen der Community. Also, ja. Na, das ist doch mal ein richtig cooler Kommentar. Wieso zeigt sie mir hier an, dass wir nichts im Lager haben? Was im Lager? Dass wir kein Lager haben. Unsere Silos. Silo Hof 1, da ist nichts drinne. Sind die eventuell voll? Das wir haben, Silo Hof 2, da haben wir noch 6.821 Weizen drin. Das tun wir dann damit ein bisschen aufstocken. Okay. Und unsere Schweine werden nicht angezeigt. Na, nicht, dass die schon wieder verreckt sind, wie die
Wie war das? Aber ich war doch vorhin dort, ist ja alles da. Ja, aber weißt ja, Holger und Bettina, die waren ja auch mal zwischendurch einfach nicht mehr da. Wir haben keine Schafe mehr, Schweine mehr. Gibt's doch gar nicht. Wenn die vorhin da waren, dann hast du es ja gescheckt gehabt. Ich war drinne. Also es hat auf jeden Fall gegrunzt und es war Wasser drinne. Es war alles noch da. Und jetzt sind sie weg. Na toll. Wieder kein Schnitzel. Jetzt muss ich doch mal, jetzt muss ich mal da hingucken. Mach das. Ich bin gleich fertig mit dem Feld hier. Mit der 91. 87, Entschuldigung. Kann ja nicht sein, Alter. Das wäre schon das zweite Mal, ne? Erst Schafe und dann Schweine. Das wäre echt ein bisschen doof. Hier steht, wir haben 4 Stück. Okay, also zeigt er einfach nicht alle an, da muss man direkt hingehen. Ja, Gott sei Dank. Wir machen trotzdem Sojabohnen und du kannst hinten dann Raps machen. Oh, ich bin gleich durch, ich muss noch einmal kurz hochfahren. Machen wir auf der 93 Raps. Okay. Du kümmerst dich um die 90 und die 91 oder wie? Ja, genau. Gut, und ich dann schon mal zu 93. Genau. Gut, das kriegen wir hin. So, das Feld ist fertig. Wir dürfen nur dann nicht vergessen, die 90 noch zu düngen und die 91. Aber auch das wird kein Problem werden. Es sei denn, wir machen eins draus. Und wir kriegen das alle mal hin. Ja, da ist ein paar Spezialisten. Auf jeden Fall. Mach mich jetzt auf Socken zu der 93. Da wolltest du Soja drauf haben, ne? Nee. Auf der 93 kommt Raps. Ach, hier stehen noch die ganzen Maschinen. Oh, obwohl, du kannst auch... Mach Gerste drauf. Gerste. Ja. Ja, doch. Nicht engeln. Stehen uns die Maschinen im Weg. Ich fahr erstmal drauf und muss erstmal die Windschutz wechseln. So. Wie war denn das? Wie kann ich denn jetzt. Ach, Saatgut. Das ist es ja. Hab ich jetzt Gerste? Ja, jetzt habe ich. Erste. Das ist das mit den langen Härchen. Ja, ich sehe es ja auch eingeblendet. Ach so, ja. Weizen. Ach so, ja. Genau. Oh Mann. Sag mal, wo soll ich denn die beiden Maschinen hier hinfahren? Die Erntemaschinen hier. Stellst du drüben zwischen die Birken auf der anderen Straßenseite. Brauchen wir eh bald wieder. Alles klar. Kannst du natürlich auch vorne beim Wagen hinstellen, aber. Ja, wenn wir sie eh hier brauchen, dann parke ich sie da. Ja, wir brauchen die auf der ganzen Länge hier, ist egal. Ja gut, dann fahre ich sie zu dem Parkplatz hin, wo unser Anderkrempel steht. Eigentlich müssten wir auch noch. Guck doch mal, was das Gras macht. Wenn du eh mal da vorne bist. Was für ein Gras? Wo soll ich denn das gucken? Da, wo der Grashänger und das Mähwerk steht. Die 85 und die 89, das ist ja Gras. Ja, warte. Dass wir eventuell nochmal Gras machen. Bevor wir hier einen Winter einläuten. Warte. Obwohl, nee, Quatsch. Wir haben ja noch Gras. Wir haben ja den großen Grashaufen. Haufen, hat er gesagt. Ah ja. Ja, na, wir haben doch den Grashaufen. Wir haben doch Gras abgeschüttet, oder längst auch nicht.
so, okay. Und bei mir leckt's. Ja, du bist ja der Host, vielleicht liegt's ja daran. Also mir läuft's einwandfrei durch. Also kein Problem. Läuft einwandfrei. So. Umparken Deluxe. Kurz gucken. Gerste. Hat er bei mir. Das ist ja in Ordnung, ne? Gerste war ja gut. Ja. Dann machen wir mal. Alter, das leckt schon wieder. Ich krieg's. Ganz hart. Also momentan stehst du da. Jetzt fährst du. Ja, aber es leckt übel. Denken. Schon wieder. Ach. Wie Formel 1. Da ist auch so, oder was? Oh, ganz übel. Also manche Strecken, da stockt so sehr. Da versetzt sich dich und die KI-Fahrer um halbe Kurven rum. Also die spawnen dann bei dir im Auto drin und ja, du fliegst halt raus deswegen. Das ist übel. Das ist richtig übel. So. Schon wieder, ach. So, wie war dein Wochenende so, Thorsten? Was habe ich gestern gemacht? Ich habe gestern vorproduziert. Okay. Weil jetzt ab kommender Woche halt geht man mit mir jetzt das Lernen jetzt, sage ich mal, richtig los. Alles andere war bis jetzt Vorgeplänkel, sage ich mal. Ja. Und ja, jetzt geht's halt richtig los so langsam. Die erste Klausur steht dann auch bald an. Eieieiei. Und ja, und dann Kingdom Come Deliverance steht ja auch an am 13. Oh, stimmt. Tja, machst du das auch, ja? ich mach das auch. Nein, ich werde es nicht machen, aber ich werde es vielleicht privat zocken. Ja, ich habe mir auch überlegt, ob ich es privat mache oder Let's Play, aber naja, da sowieso momentan bei mir Mittelerde ausgelaufen ist, mehr oder weniger, das sind jetzt nur noch die Schattenkriege und das zieht sich. Ja. Ist immer dasselbe, ich glaube 10, 20 Mal die Burg da verteidigen und so weiter, bis du das, ja, ich sag jetzt mal das geheime Ende dann siehst. Ich denke mal, das braucht sich keiner großartig angucken, wie man da 20 Mal die Burg verteidigt. Das werde ich nur noch ein Part machen, wenn Instanz dann an das Ende da direkt geht. Brauche ich halt ein neues Projekt. Ja. Gott, was für ein langes Gelabere gerade, ey. Ja, bis du auf den Punkt gekommen bist, Alter. Ja, sorry, ich war gerade ein bisschen ausschweifend. Aber es sind Informationen, die raus müssen. Jo, so sieht's aus. Ich habe mich heute, habe auch mal die Entwickler da kontaktiert von Kingdom Come. Weil ich weiß ja nicht, ob man einfach so den Trailer da nutzen kann, weißt du? Deswegen ja. Lieber erstmal absichern. Wo man da irgendwas macht. Aber ich denke schon, guck mal, heutzutage machen sich so wenig Leute eine Platte darüber, machen es halt einfach. Ja, aber wenn, dann kann es teuer werden, ne? Wenn man sich nicht ein gewisses Ding hält. Ja. Ja, ob wir das Feld jetzt fertig kriegen, ich weiß ja nicht. Oben, wenn es nach oben geht, dann muss er aber auch kämpfen. Ja, also, ist schon ganz schön. Mit 12 km/h. Fehlt er sich hier hoch. 11 ist bei mir. Ha. Ich mache jetzt hier mal wirklich ein Vorgewende, weil das geht mir auf den Sack jetzt hier. Einmal langziehen. Ja. Boah, wenn ich mir das Feld 95 und 97 angucke, von den Ausmaßen her, na, holla die Waldfee, wenn man das jemals kaufen sollte.
Das sind dann die nächsten. Aber ich glaube, wir haben... Wer soll denn das alles bestellen? Na, wir? Boah, da sind wir ja 3 Jahre beschäftigt. Naja. Dauerprojekt. Dauerprojekt, Dauerbrenner. Oh, bergab geht's schön. 20 km. Ja. Aber hoch quält er sich echt. Sag mal, ist das jetzt schon der stärkste Trecker, den man in dem Spiel haben kann? Oder nein. Das ist ja nur der 900er. Es geht ja dann mit dem 1000er weiter. Und es gibt noch höhere. Also kannst du auch mal in den Shop reingucken. Also das sind, wir sind jetzt noch relativ weit unten mit Traktoren. Ah. Jetzt habe ich vor lauter Reden das Vorgewende nicht ganz fertig gemacht. Oh war Gott. Lass mich voll ablenken. So. Quiel. Alter, ich muss mal gucken, ob ich meins fertig krieg. Aber meins wird knapp. Also ich glaube nicht, dass wir es in den nächsten 5-6 Minuten durchhaben hier. Naja, das macht ja nichts. Denn ich muss ja die Felder hier noch düngen. Ich weiß nicht, ob ich das dann fix zwischen der Aufnahme mache. Ah. So. Jetzt aber. Wieder bergab. War das was bei dir da? Ja, alles gut. Alles im Griff. Läuft. Kriegst du das dann hin mit dem Düngen da alleine, oder? Ja, das, wie gesagt, das dauert wirklich nicht lange. Hast du jetzt vor, öfter von der PS4 zu streamen, oder? Auf jeden Fall. Weißt du, so schön chillig auf der Couch sitzen und es ist auf jeden Fall sehr angenehm, muss ich sagen. Ah. Den Chat hast du schön groß auf dem Fernseher mit drauf. Ja. Ja, dann. Warum nicht, ne? Ja. Gute Qualität. Und tut's dann sowieso automatisch bei YouTube hochladen, ne? Das ist dann natürlich äußerst praktisch. Man könnte auch einstellen, dass das alle 15 Minuten einen Cut macht. Oh, das ist richtig gut. Ja. Aber ich habe letztens auch 2 Stunden Stream gemacht. Ich habe den nicht so gelassen. Ja, ich doch. Meinen von letzter Woche auch nicht gecuttet. Der ist komplett oben. Bei Twitch zumindest. Ja. Na, bei Twitch kannst du ja auch sagen, hier, ich schicke das Video zu YouTube rüber, aber machst 15 Minuten Folgen. Die Funktion, ganz ehrlich, habe ich bisher noch nicht gefunden. Die ist da, aber bei mir hat sie nicht richtig funktioniert. Okay. Ich habe das aber schon mal gemacht. Und zwar bei Animalica. Hat das wirklich alle 15 Minuten einen Cut gemacht und hat das auch so fertig auf YouTube hochgeladen. Auf YouTube hochgeladen. Mhm. Hat super funktioniert. Warum nicht, ne? Da spart man sich ein bisschen Arbeit. Ja. Boah, 2-3 Bahnen noch, dann bin ich fertig und dann machen wir dann auch einen Cut. Aber ich mach das schnell noch fertig. Jo. Muss ja die Folgen auch gleich rendern, damit die morgen dann ohne Probleme hochkommen. Ja, ich tue meine nachher auch noch rendern und hochladen. Einmal rum hier.
Ja, ich bin aber auch, es dauert auch bei mir nicht mehr allzu lange. Ja, naja, du hast ja noch mehr Arbeitsbreite, glaube ich. Ja. Aber läuft. Vor allen Dingen werde ich mir dann erstmal was zu essen machen, weil so langsam knurrt mir der Magen. Und ich habe heute Morgen sogar Brot da gehabt. Ui. Ja. Das ist ja, also, du hattest Brot? Ja, ich hatte Brot. Ne. Ja, doch leckeres Karottenbrot. Ah, okay. Ich hatte mal Karottensemmeln gegessen, die waren übelst lecker. Ja, ich wollte mir ja eigentlich Sonnenblumengedöns holen, aber das hatten sie leider nicht da, deswegen brauchte ich eine Alternative. Da hat sich Karotten angeboten. Es gibt aber auch Karottenkuchen. Ja, das kenne ich. Das ist auch lecker. Lecker, ja. Oder Zucchini-Kuchen, ist auch lecker. Habe ich noch nie gegessen, sowas. Aber jetzt bringst du mich auf eine Idee. Verdammt, jetzt muss ich mir morgen Kuchen kaufen. Scheiße. Selber machen, Alter, selber machen. Ja, backen ist so eine Sache bei mir. Ich werde das dann großzügig austesten, alles mit der neuen Küche. Viel Spaß, sage ich dabei. Ja, danke. 22. Ja, ja, warte, warte. Gleich. Ich weiß, ich wollte nur schnell das Feld fertig machen. Wenn du noch 5 Minuten dranhängst, dann schaffe ich mein Feld auch. Na, dann machen wir das so. Dann fahre ich nämlich die Sämaschine in den Hof. Da wird es eine etwas längere Folge, aber... Ja, ich kaufe dann fix noch die Düngemaschine. Ja. Dann kann man das ja hier hinstellen und dann geht ja die Zeit, wird ja angehalten, oder? Ja. Wenn man den Server abschaltet. Dann sind wir ja vielleicht beim nächsten Mal wieder zu dritt vielleicht schon und dann... Sag mal, du siehst doch noch, oder? Ja klar, sehe ich noch. Du stehst hier bei mir vor dem Drescher. Ja, siehst du, wir hatten doch vorhin den doppelten Osti. Ja, jetzt haben wir einen doppelten Bauernlümmel. Oh, nicht schlecht. Längser? Mogelst du dich irgendwie rein hier? Ja. Das wird sein. Ich muss vielleicht noch, naja, 4 Bahnen, 3,5 und dann bin ich hier durch. Naja, mach das mal. Ich kümmere mich in der Zeit um die Düngemaschine. Genau, kümmere dich mal um den doppelten Bauern Mümel. Entschuldigung. So, komm rüber. Jetzt hab ich einen Frosch im Hals. Aber das ist immer übelst, wenn du dann moderieren sollst, ne? Oder machst, besser gesagt, dann und dann sowas kommt mit einer Aufnahme. Das ist echt immer übel. Ich habe übrigens nur noch 47% Gerste drin und 32% Dünger. Okay. Also für das Feld wird es auf jeden Fall noch reichen. Wir haben hier noch einen Pflug stehen, den brauchen wir nicht mehr. Den würde ich bei Gelegenheit mal noch verkaufen. Ja. Aber zum Händler schaffen. Hm? Ja. Du Chef, du machen. Ich bin nur Lehrling. Und ich stelle uns jetzt endlich mal einen Kärcher auf den Hof, dass wir unsere Traktoren mal abkärschern können. Genau. Dann führen wir mal einen Putztag ein. Aber wohin? That's the question. Kann man seinen Hof da nicht irgendwie vergrößern mit Platz oder sowas? Geht sowas nicht? Mit was? Dass man da irgendwie mehr Platz schafft irgendwie? Na, nicht wirklich. Ich stell den jetzt hier neben der Tanke. Ja, parken so. Wir sie alle voll da. Nicht, dass wir da Strafzettel oder so bekommen oder Zwangs abgeschleppt werden.
So, warte mal. Oh, was war denn das jetzt wieder hier für eine Taste? So, gleich sind wir durch. So, ich kehr schon mal hier. Alter! Was hast du denn? Ach nix, Abkehrschung. Das hört sich irgendwie verkehrt an. Ja, was Abkehrschung? Warum hört sich das verkehrt an? Das hört sich irgendwie nicht richtig an. Keine Ahnung. Ich wasche meinen Traktor. Das hört sich besser an. Nackt. Das hört sich wiederum nicht gut an. Ich muss nur einmal hochfahren, dann bin ich hier durch. So. Le Uno ist fertig. Längst er seine Sauerei beseitigen hier. Ich glaube, da liegt sogar immer noch ein Ballen in dem Fluss, den er letztens versenkt hat. Na, die Sache erst noch, du. Oh, schöne, wie sie aussehen, wenn sie wie neu sind. Ach, wir müssen auch dann aufpassen, ne? Die haben ja auch Betriebsstunden. Wir müssen dann irgendwann in der Werkstatt. Der hat ja Wartung nötig in 23,6 Motorstunden oder 18 Tagen. Naja, da ist ja noch Ewigkeiten hin. Richtig, der kann noch, kann. So. Mein Feld ist durch. Fertig. Passt. Wo soll ich das abstellen? Warte mal, ich muss mal kurz. Das ist jetzt ein. Ne, du hast ein Längser sein, gell? Ja. Oh, bisschen Ordnung schaffen hier. Die Sämaschine kannst du wieder hier reinstellen. Auf dem Hof, bitte. Ich hab's befürchtet. Ich mach dir ein bisschen Platz. Ja, bin schon unterwegs. Das Ding schafft über 60 km/h, ist echt geil. Das geht's voran, mein Freund. So, wir machen heute ein bisschen Überlänge hier. Nicht wundern. So, wo waren denn... Düngestreuer. Ich kann ja auch einen mieten, wir müssen ja keinen kaufen. Ja, aber wenn wir es immer wieder brauchen, Ach, es kostet 28.000. Ach ja, na gut, dann wäre es vielleicht schlauer, diesmal einmal zu mieten und dann, wenn wir genug Kohle haben, es dann zu kaufen. Wäre vielleicht dann doch nochmal schlauer, weil 73.000 ist ein bisschen, ja. Also, wo bin ich denn jetzt? Ach, hier. Wo soll ich den denn parken? Warte. Naja, hier reinkommen und... Ich habe extra Platz für dich gelassen. Hier reinschieben wieder. Hier rein. Vorwärts, rückwärts, komplett oder was? Na, rückwärts. Aber mach bitte sauber vorher noch. Ich mach Platz hier. Hier steht der Kerl schon im Übrigen. Okay. Ups. Ich fahr nochmal fix zum Händler. Du machst ja bestimmt noch sauber, oder? Ja, ja, ich mach nur sauber. Kurz. Machen wir halt mal richtig schöne, krasse Überlänge jetzt. Alles noch ein bisschen fürs nächste Mal vorbereiten. Gott, ist das laut! Ist das laut! Also richtig sauber? Das dauert ein Stück. Du musst ein bisschen hin und her wackeln und so.
Guck dir längst auch seinen Traktor an, den hab ich gerade sauber gemacht, der steht da. Ja, warte, ich guck mir mal. Da brauchst du ja ernst. Da musst du ein bisschen ordentlich machen hier, also. Ja, nix mit Larifari. Putztag. Sieht schon fast wieder gut aus. Der Trecker zumindest. Da wird sich der Längste aber freuen, wenn er einen sauberen Trecker hat. Na, aber hör mal. Ach, wie praktisch. Du brauchst nur an einer Seite zu sprühen und der Rest macht er automatisch mit. Ja, ja, das komplett. Das ist. Finde ich eigentlich ziemlich nice. Schlecht. Ja. So, nimmt das jetzt nur, oder mal. Düngestreuer werden. Mineraldünger. So, nochmal nachgucken. So. Na, das blinkt und blitzert doch. Blitzert wie frisch aus der Fabrik, das Teil. Sehr geil. Sag ich, gell? Sieht echt nice aus. So, und wieder rennen und jetzt rückwärts ran. Yay. Hörst du meine Begeisterung? Ist er schon drin? Noch nicht, noch nicht. Arbeite gerade dran. Hier nicht mit zu viel Speed dran. Lieber peu à peu. Also Dünger geht echt immer viel rein in die Dinger. Können wir da nicht ein bisschen was auf Vorrat kaufen irgendwo? Doch, kannst du. Wir könnten ja, wenn die Ballen irgendwann mal von dem Hänger runter sind, könnte man die auf dem Anhänger drauf tun. So. Hab ich den nicht gut eingeparkt? Da ist doch geil. Ich guck's lieber nicht hin. Nee, jetzt ohne Scheiß. Ich hab ihn fast gut reinbekommen. Den Umständen entsprechend gar nicht mal schlecht. So. Werde ich jetzt mal ordnungsgemäß den Traktor hier parken vom guten Lenzo. So, ich komm auch gleich. Ich muss nur noch schnell eine Palette hier reinschütten. Jo. So. Ordnungsgemäß geparkt. So wie sie es gehört. Und keinen einzigen Kratzer dran. Das ist doch mal was. Warte, ich geh gleich mal mit dem Schlüssel einer lang. Dann wird er aber unruhig werden. Sag mal, wie blendet man oben diese Steuerungsfunktion nochmal aus? F1. Sehr gut. Bisschen mehr Übersicht hier. So. Alter, jetzt. Ne. Was denn? Was denn? Oh, ich hab mich gerade ein bisschen verkreckt. Aber das liegt daran, dass es bei mir schon wieder leckt. Verdammt, und ich komme hier nicht raus. Nee, ich komme jetzt. Ich hab, ja, nee, ich hab zu nah hier geparkt. Ich komme hier nicht weg von dem Hänger. Das. Ich könnte auch mal feiern, wenn ich solche Sachen höre. Ich hab zu nah am Hänger geparkt. Ich komme nicht weg. Ja, ich kam nicht raus. Jetzt. Ja. Na, jetzt. Na, jetzt geht's. Gott. Oh, ich bin auch wieder am Zaun hängen geblieben. So, normalerweise, ne, gilt es ja 2 Meter Abstand zur Straße, darf ein Zaun gebaut werden. Da
kommt da an, der rollt. Boah, diesmal ist aber eine krasse Überlänge. Ui! Geil, ne? Guck dir meinen Düngestreuer an, Klaus. Scharf. Nicht schlecht. So. Tja. Übelste Überlänge. Hätten wir eigentlich 2 Folgen draus machen können. Aber wir bedanken uns fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auch bei dir. Und wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal ein Däumchen da. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, genau. Macht's gut, euer Bauernlümmel und euer Osti. Ciao.